Moin und herzlich willkommen zu Hashtag Support Your Local. Meine lieben Freunde, wir sind heute mitten auf dem Kiez. Genauer gesagt, Reeperbahn Nummer 99 vor Burger Heroes. Hier kann man sich einer ganz besonderen Challenge stellen. Was das genau ist, werdet ihr gleich erfahren. Ich gehe schon mal rein und ihr folgt mir. So, meine lieben Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind nun bei den Burger Heroes angekommen, hier auf der Reeperbahn Nummer 99. Und ich freue mich auf Eugene. Schön, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass ihr kommen konntet. Hi. Mein lieber Freund, wenn man hier vorbeiläuft über den Kiez, sieht man auf ganz großen Letters, großen Buchstaben Burger Heroes. Für was steht dein Name? Wie ist die Idee überhaupt zu diesem Namen gekommen? Kurz und einfach, der Name hat uns einfach sehr gut gefallen von vornherein und verkörpert uns, unseren Lifestyle und das, was wir am besten umsetzen können. Am besten auf jeden Fall, genau. Burger ist ja gerade so ein Trendprodukt geworden, habe ich das Gefühl. An jeder Ecke gibt es Burger Stations. Was macht euch anders oder was ist euer Konzept? Wir haben versucht, oder unser Ziel ist eigentlich, dass wir eine Alternative zu den großen Burgerketten unseren Burger-Fans sozusagen anbieten. Wir haben unser Augenmerk darauf gelegt, dass wir frisches Fleisch, frische oder auch gute Produkte an den Mann bringen sozusagen. Und deswegen lieben unsere Gäste uns auf jeden Fall. Qualität ist natürlich heutzutage enorm wichtig. Ja, man muss ja auch wirklich auch mal sich die Produkte und sich die Zutaten aussuchen. Woran orientiert ihr euch und was bedeutet Qualität grundsätzlich für euch? Also bei uns ist die Qualität sehr hoch. Wir versuchen das auf jeden Fall jeden Tag, also unser Fleisch frisch zu wolfen. Unser Brot wird nach unserer eigenen Rezeptur hergestellt. Und das ist alles, was wir machen sozusagen. Und das Beste ist, dass es unseren Gästen gefällt auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Und wenn man als Gast mal vorbeikommt, habe ich mir mal sagen lassen, kann man sich auch mal einer Challenge stellen. Es gibt einen sogenannten Challenge-Burger. Was genau verbirgt sich dahinter? Der Burger besteht aus 12 Patties, ca. 1,5 Kilo Fleisch. Und wie gesagt, für die Leute, die das schaffen, haben auf jeden Fall unser Respekt verdient. Sie werden auf unserer Hall of Heroes verewigt und kriegen unser offizielles Burger Challenge T-Shirt von uns auf jeden Fall. Du hast aber noch kein T-Shirt an, warum? Ich habe das noch selber noch nicht probiert, aber da will ich mich auch noch rantrauen auf jeden Fall. Also meine lieben Freunde, vielleicht wollt ihr es auch mal versuchen. Kommt gerne vorbei hier auf der Reeperbahn 99. Ansonsten besucht die Jungs auf ihrer Website oder auf Instagram. Followen und ein paar Likes lassen und sich der Herausforderung stellen. 12 Patties, 25 Minuten, 1,5 Kilo. Respekt, wer das schafft. In diesem Sinne, ich wage mich vielleicht an den Challenge Burger und wir sehen uns gleich wieder zurück im Studio.